Ines. Ja. Ines. Ja. Wir sind im Hauptbahnhof München und hier gibt es rote oder rötliche oder rostbraune, wie würdest du das nennen? Ashred nennt sich Ashred. Das Englisch, also Aschrot. Aschrote Tauben. Die sieht man nicht überall. Die Ines hat sogar herausgefunden, dass eine Autorin, die im internationalen Raum für das seltenst mögliche Muster hält, ne, hast du gesagt, dass wie ja, so eine seltene Briefmarke. Das Rezessiv ist das. So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Du hast das hier rausgesucht. Hier, erklär mal, was sieht man da? Also ganz oben, da wo ich drauf zeige. Ja, warte mal, das muss man, ist, das muss man scharf, so scharf stellen. Stellt, hier, da. Das ja. sind die. Ja, genau. Man erkennt die nämlich immer ganz gut daran, dass die einen weißen Popo haben. Also die kann man von den braunen dann besser unterscheiden, weil die zeig braunen mal, haben zeig einen mal dunklen die, Popo. Aha, also die normalen braunen, das wären die, wo jetzt mein Finger hier ist, die da. Ja, genau. Und da, von, wir reden jetzt von Ashred, von diesen hier. Ja, genau, die was haben sind, nämlich einen weißen Popo. Und was sind da drunter für welche? Die sehen ja auch rötlich aus. Ja, die sind so ein bisschen, wie soll man sagen, die haben so ein bisschen Goldfarbe, wenn man die ja. so sieht. Wir was wissen nicht, das warum. Ist die, das ist die Lut. Wir wissen nicht, warum das hier in München so ist. Wahrscheinlich, weil es hier irgendwelche backsteinroten Gebäude gibt oder gab, wo die sich gut verstecken konnten. Wir wissen aber nicht, vor wem. Wenn ihr wisst, vor wem sich die Tauben überhaupt getarnt oder versteckt haben, postet es hier drunter, ne? Ja. Vielen herzlichen Dank aus dem Münchner Hauptbahnhof. Tschö. Tschö. Mir ist noch was eingefallen. Ja, in den USA haben wir keine Aschroten gesehen. In Brüssel denn? Da habe ich jetzt nicht geguckt, ob der Aschrot dabei ist, aber ich glaube eher nicht. Guckt euch mal unsere zahlreichen Videos an. Wir haben aus ganz vielen verschiedenen Ländern haben wir Taubenvideos. Da könnt ihr mal gucken, ob ihr da diese seltenen Braunen entdeckt. Mit dem weißen Poppes. Spannend, ne? Das ist spannend. Moment mal, Ines. Moment mal. Jetzt wird es interessant. Ich habe hier eine Taubenfeder gefunden. Ja. Und guck mal, die ist zweistufig gefärbt. Das sind Rasenfedern, wenn man die sich so anguckt. Weil hier unten brauchen die ja nicht unbedingt Farbe, die brauchen ja nur Rotenfarbe, wo sie rauskommen. Ist das wirklich so? Dann sparen die meistens wirklich? Pigmente. Ist das wirklich so? Was ist bei Haaren auch so. Bei vielen Haaren. Also bei deinen vielleicht diesen nein, grünen? Nein, nicht bei meinen. Ich meine jetzt bei vielen Tierbehaaren. Da sind nur die Spitzen dunkel und unten, wo das zur Haut hingeht, hell, damit die Pigmente gespart werden. Pigmente herstellen ist nämlich total energieaufwendig. Das wusste ich nicht. Also dass es hier aufwendig ist, wusste ich schon. Das sieht man ja, wenn man älter wird. Dann werden da die Pigmente eingespart. Ah, finde ich crazy. Wusste ich wirklich nicht. Prüft das mal, ob das so ist, was die Ines sagt. Glauben müssen wir also, das es gibt natürlich auch. Also zum Beispiel bei Rabenfedern, die sind natürlich komplett schwarz, aber. Das heißt ja natürlich. Ja. Tja. Also das. Ich meine, das ist keine ungewöhnliche Musterung, dass es unten hell ist, weil. Unten zur Haut hin gerne mal Pigmente gespart werden. Guckt euch das an. Verrückt. Da ist sie wieder. Diesmal zusammen mit einer grauen Taube. Wir haben da scheinbar irgendwelche Körnchen gefunden. Sehr, sehr gut. Ihr könnt sie mal alle in Aktion sehen. Oh, auch noch eine mit braunen Flügelstreifen. Sehr, sehr cool. Schöne Taube, cooles Taubenmodell. Ah, da ist auch noch ein bisschen Grau drin. Sehr interessant. Jetzt haben wir ja eine mit braunen Flügelstreifen gesehen, Häschen. Ja. Da hast du was zu entdeckt, zeig mal. Da hast du jetzt auch schon die zweite Variante gefunden. Das ist stimmt. Die, interessant. Also die an der dritthinterste, sage ich jetzt mal so. Ja, völlig richtig. Sehr interessant. Zurück. Hat sie sich aufgepufft. Wandert hinfort in die Weiten des Münchner Hauptbahnhofes. Zwischen den Koffern und den Menschen. Crazy, ey. Ist auch ein verrücktes Leben, ey. Echt. Jens, du hast da noch eine braune Taube gespottet.
Ja, genau die gleiche nochmal. Also das gleiche Modell nochmal? Ja, mit den dunklen Flügeln und den weißen Popo. Da oben sitzen die. Die wird derzeit saniert hier, die Bahnhofshalle in München. Und da oben haben die so ein Eckchen, wo sie nicht gestört werden können mit Daumen. Außer jetzt vielleicht, wenn sie sich von uns gestört fühlen. Aber da seht ihr sie, da sind sie tatsächlich. Zwei Räume, hat die Ines richtig gespottet. Das ist echt verrückt, das sind bestimmt Geschütze dabei. Hast du eigentlich eine Lieblingsfärbung oder findest du alle Färbungen gleich gut? Ich finde eigentlich alle gleich gut, aber ich finde die braunen eigentlich am schönsten, weil die interessante Musterungen noch ergeben. Also weil es gibt so, die vermischen sich dann noch mit Grau. Also dann haben die graue Flügel und dann nur so braune Flügelstreifen zum Beispiel. Das finde ich auch so schön. Die haben wir auch gesehen heute. Die braunen Flügelstreifen. Ich meinte nicht die hellen mit den braunen Flügelstreifen, sondern ich meinte wirklich dunkelgraue, wo sich dann noch braune Flügelstreifen bilden. Das finde ich auch sehr hübsch. Wie nennst du die? Weiß ich nicht. Aber die gibt es auch nur hier. Also die kenne ich nur hier aus München. Ja. Wenn ihr dafür einen Namen habt, postet es hier drunter. Jetzt aber tschüss. Ja? Tschüss. Tschüss.